Clara hat gefragt, ob der Song Brief an den Himmel meine eigene Person definiert. Und Clara, die Antwort lautet ja. Ich habe den Song für meinen Großvater und einen guten Freund, der verstorben ist, geschrieben. Die erste Strophe des Songs führt sozusagen das Thema ein wenig ein. Die zweite Strophe ist meinem Großvater gewidmet und die dritte Strophe meinem Freund. Und ich habe das Thema absichtlich ein wenig naiv kindlich aufgegriffen, mit dem Gedanken, dass beide oben im Himmel sind und ich ihnen diesen Brief, der dann hoffentlich zugestellt wird, nochmal schreibe, damit sie erfahren, was ich so geleistet habe, seitdem sie gegangen sind und erfahren habe. Und damit sie wissen, was ich sie vielleicht gerne noch gefragt hätte oder was ich noch sagen möchte im Nachhinein. Und ich freue mich sehr, dass der Song so viele Menschen berührt. Und Clara, danke für die Frage. Das toucht mich sehr, dass dich das interessiert hat. Und ja, der Song ist 2009 auf dem Album Mein Weg erschienen. Das Album kann man per Mail bei mir bestellen. Und wenn ihr weitere Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare schreiben. Vielen Dank. Dies ist mein Brief an den Himmel und ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mache euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Dies ist mein Brief an den Himmel und ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mache euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Hey, bitte frag sich sicher, was aus mir geworden ist. Es ist sehr viel passiert, seitdem du gestorben bist. Und ich denk oft an dich und deine freundliche Art, denn auch die damaligen Freunde sind heute nicht mehr da. Viele entschieden sich falsch und sind einen dunklen Weg gegangen. Heute sind sie kaum zu sehen und leben um den Weg gefangen. Ich für meinen Teil versuche es richtig zu machen. Hab meinen Weg bewusst gewählt, um wieder glücklich zu lachen. Ich kämpf noch immer und ich steh mit Haltung. Mittlerweile sitz ich grad an meinem 10. Album. Gerade du hast gesagt, ich bin zu großem bestimmt. Und ich denk oft daran, ob es mir wohl noch gelingt. Du sagtest oft, ich sei anders, es sei einfach zu sehen. Heute denk ich oft an deine Worte, um weiterzugehen. Und obwohl ich dich zu selten an deinem Grab besuch, will ich dir so viel sagen, was ich hiermit grad versuch. Dies ist mein Brief an den Himmel und ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mach euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt.